Du hast eine Superkraft? Dein Ernst? Ihr verarscht mich doch, oder? Wirken Ryan und ich, als wollten wir dich verarschen? Es ist wirklich wahr. Gut. Dann sag mir, was ich gerade fühle. Du fühlst Ungläubigkeit. Du bist ehrlich gesagt genervt, weil wir es dir bis jetzt verschwiegen haben. Es ist egal, ob es stimmt. Du wirst nicht gern ausgeschlossen. Wow. Okay. Oh fuck, Mann. Beim Tischfußball. Du wusstest genau, was du tun musst. Du solltest versuchen, dich an den guten Erinnerungen festzuhalten und nicht in Trauer zu versinken. Ich dachte, das würde helfen. Das hat es. Aber warn mich nächstes Mal, okay? Deal. Wer hätte gedacht, dass ich mal eine krasse Empathin kennenlerne? Crazy shit. Habt ihr heute schon Diane gesehen? Nein. Aber sie war gestern hier und saß an ihrem Laptop. Du sagtest, sie spürte Angst, als es um Gabes Tod ging. Wenn sie versucht, Typhon zu decken, gibt es dafür Beweise. Ich hoffe es. Wenn sie heute reinkommt, dann brauchen wir einen Plan. Aber jetzt beende ich erstmal meine Schicht. Sind schon dabei. Dann verdiene ich mir mal mein Geld. Ich sollte das Geschirr in der Bar abräumen. Ich kann nicht joggen gehen. Dann sehen alle, wie ungelenkig und unfit ich bin. Niemals. Das kenne ich nur zu gut. Vielleicht kann ich sie motivieren. Hey, kann ich sie etwas fragen? Ich habe mich bisher nicht getraut, joggen zu gehen. Sie wirken wie ein Profi. Haben Sie Tipps? Oh. Nun, mach dir nicht so viele Gedanken. Du musst einfach dranbleiben, ja? Ich versuch's. Danke. Wie funktionieren diese Vogelwettbewerbe? Wer kontrolliert die Sichtungen? Stellst du meinen Sieg in Frage? Miranda, würde ich nie. Ist das Ryan Lucan? Ich bin die Vogelbeobachterin des Jahres. Deine Herrschaft ist zu Ende. Oh. Ich sag Ryan besser nicht, dass ich was damit zu tun hatte. 12? Wow. Also ist dieser Sieg eine große Sache für dich. Was zur Hölle soll ich mit dieser Höllentaucherjacke anfangen? Keine Ahnung, Mann. Wieso trägst du sie nicht einfach? So wie der Rest von uns. Glaubt ihr, ich will dem Rest der Welt mitteilen, dass ich euch Scherzbolde kenne? Ich habe einen Ruf zu bewahren. Hey, bereitest du dich auf das Lab vor? Oh, hey. Ja, ich versuch's. Hoffentlich hat Ethan Lust drauf. Ist bei dir alles okay? Ja. Ich denke, es wird ihm gefallen. Ich hab Schatten und Licht angefangen, als du auf Arbeit warst. Ich glaub's.
Hallo. Ich bin gleich bei dir. Ich schau mal lieber nach Steph und Ryan. Mann, hab ich dieses Lied geliebt. Früher haben sie das hier ständig gespielt. Weird. Ich hab's noch nie gehört. Vielleicht weiß Jet, wo es ist. Hey, wo bewahren wir ungenutzte Jukebox-CDs auf? Gar nicht. Was wir haben, ist in der Jukebox. Cool. Weiß ich Bescheid. Hey, kennt ihr vielleicht ein Lied, das so geht? Where are you, girl from Rome? Wie krass, ein Klassiker. Alabaster Daydreams. Mein Dad hat dieses Lied geliebt. Und Gabe hat's dauernd gespielt, um ihn zu ärgern. Das ging so weit, dass er es gar nicht mehr hören konnte. Was ist damit passiert? Jet hat's irgendwann aus der Jukebox geholt und eingelagert. Frag ihn mal. Mega. Danke. Hey Boss, sagen dir die Worte Alabaster Daydreams irgendwas? Oh Mann. Wie der Bruder, so die Schwester. Gut. Es ist wohl genug Zeit vergangen. Sie liegt hinter der Theke. Danke. Steph und Ryan warten auf. Okay. Hören wir uns das berüchtigte Lied mal an. Eleanor, wie geht's? Mir geht es gut. Danke, Liebes. Dass du mir vor ein paar Wochen geholfen hast, weiß ich wirklich zu schätzen. Das hat mir viel bedeutet. Aber natürlich. Schön, dass ich helfen konnte. Wir haben sogar zwei Pläne. Aber wir müssen sie noch ausarbeiten. Kann nicht schaden, Optionen zu haben. Wie sehen sie aus? Okay, hier kommt meine Idee. Ich frage Diane einfach nach einem Date. Halt was? Und sie fährt so drauf ab, dass sie nicht bemerkt, wie Ryan Lucan ihren Laptop klaut. Ryan nimmt besagten Laptop mit nach oben und besorgt uns belastende Beweise. Und vielleicht schleppe ich Diane wirklich ab. Wir werden sehen. Das ist dein Plan? Oh Gott, bitte sag mir, dein Plan ist besser. Ja, besser. Beziehungsweise ist es derselbe Plan. Nur bin ich die Ablenkung. Weißt du, Steph, ich glaube nicht, dass sie lesbisch ist. Ich glaube, sie steht mehr auf den Naturburschen. So, wie alle, die hier hinziehen. Oh
Okay, vielleicht sollten wir diese Pläne überarbeiten. Was? Der Plan ist todsicher. Es sind nur 2 Schritte. Du wählst einfach nur, wer sie ablenkt. Auf gar keinen Fall. Du bist die Einzige, die das entscheiden kann. Probieren wir es mit Steph. Krasse DJing. Ich bin überzeugt. Sorry, Ryan. Fuck, ja! Da hast du's. Ja, das ist fair. Okay. Danke für eure Mühen, aber wir wissen nicht einmal, ob sie irgendetwas Hilfreiches weiß. Ich werde versuchen, mit ihr zu reden. Vielleicht kann ich sie aus der Reserve locken, ihre Gefühle lesen. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich eine Ablenkung brauche. Viel Glück. Das Übliche. Vielen Dank, Alex. Wie kann ich sie am besten aus der Reserve locken? Du weißt, ich will bloß Gerechtigkeit für meinen Bruder. Bitte. Hilf mir. Alex, ich kann dir versichern, dass Typhon für eine vollständige und offene Ermittlung sorgen wird. Wir wollen die Verantwortlichen finden und sie zur Rechenschaft ziehen, genau wie du. Das ist die Wahrheit. Sie hat ein echt gutes Pokerface, nicht so wie Mac. Sehen wir mal, was sie wirklich fühlt. Ich versuche sie erstmal zu lesen. Armer Gabe. Niemand verdient es, so zu sterben. Sie ist traurig. Wenn ich sie weiter an Gabes Tod denken lasse, finde ich vielleicht mehr heraus. Bist du später auch beim Lab dabei? Das ist alles nicht leicht für Ethan. Wir versuchen, ihn aufzuheitern. Ich kann nicht. Aber viel Spaß. Ich bin sicher, er weiß es zu schätzen. Typhon setzt sehr auf ansässige Arbeiter. Wir wachsen stetig. Ich wette, du und Gabe habt öfter ordentlich gebechert. Er war ein toller Barkeeper. Er machte die langen Arbeitstage erträglicher. Ein schönes Kreuz. Oh, danke. William Bloom. Gabe hat ihn geliebt. Er hat bestimmt ein ganzes Jahr damit verbracht, sich seine Musik anzuhören. Echt? Er hatte einen guten Geschmack. Dass wir nie darüber gesprochen haben. Okay. Ich muss mich jetzt für etwas entscheiden, das Dianes Emotionen auf die Spitze treibt. Diane, ich weiß, du bist kein schlechter Mensch. Aber mein Bruder ist tot wegen Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Ich frage mich, wie es dir damit geht. Das wüsste ich echt gern. Alex, ich... Wir... Typhon wird alles in seiner Macht Stehende tun, um die Situation zu bewältigen. Das ist die Wahrheit. Okay? Okay. Da ist die Emotion, nach der ich gesucht habe. Zeit, Dianes Schuld wegen Gabe zu erforschen. Okay.
herauszufinden, was Diane wirklich verheimlicht. Hallo? Miss Jacobs, Deputy Pike hier. Pike, es tut mir leid, aber wir sind gerade sehr beschäftigt. Es gab einen Unfall. Was für eine Art Unfall. Er kam hierher auf der Suche nach einem besseren Leben. Genau wie ich. Er ist weg. Ich bin noch hier. Moment. Da ist noch was anderes. Ich kann nicht ungeschehen machen, was Typhon getan hat. Oder meine Rolle darin. Aber immerhin habe ich alles, was ich brauche, um mich vor ihnen zu schützen. Oh, shit. Sie hat bestimmt Beweise auf dem USB-Stick. Ach, sieht aus, als brauche ich doch eine Ablenkung. Hey, Diane. Oh, hey Steph. Wie geht's? Also, wie sieht's bei dir aus? Was meinst du? Bist du Single? Mehr oder weniger Single? Vergeben, aber trotzdem offen für wildes Geknutsche? Oh, wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Werde ich rot? Ich habe das Gefühl, ich werde rot. Nein, du bist die Ruhe selbst. Das ist gut. Ich bin geschmeichelt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hey, kein Ding. Denk drüber nach. Sag mir Bescheid. Ich, naja, bin hier. Bis dann. Mein Herz rast. Steph, ich glaube, du hast da gerade wirklich ein Feuer in Diane entfacht. Das wäre nicht das erste Mal. Leute, das war echt mega. Oh mein Gott. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Passwort geschützt. Wer hätte das gedacht? Ich bringe ihn zu Riley. Vielleicht kann sie helfen. Sie kennt sich mit Technik aus. In der Zwischenzeit müssen wir ein Lab veranstalten. Schnapp dir deinen Hut, wir sehen uns im Park. Und denk an deine Gitarre, okay? Werde ich die Gitarre wirklich brauchen? Was? Was wäre eine Bardin ohne ihre Gitarre? Es ist dein Job, die Leute mit deiner Musik zu erheitern. Na dann, macht euch bereit, unterhalten zu werden. Und? Ist das Teil fertig? Ja, gerade so. War die ganze Nacht wach. So viel habe ich seit Jahren nicht geschnitzt. Okay, ich brauche meine Gitarre und die Mütze, die Steph mir gegeben hat.
Da ist sie. Oh, scheiße. Die Feder muss von der Mütze abgefallen sein. Vielleicht ist sie hier irgendwo. Das hatte Gabe bei sich. Pike hat mir die vor ein paar Tagen vom Gerichtsmediziner vorbeigebracht. Ich habe mich bisher gedrückt, die durchzusehen. Okay. Man kriegt den Jungen aus dem Jugendknast. Oh. Ein Streichholz übrig. Ich weiß nicht warum, aber es muss etwas Besonderes für Gabe gewesen sein. Man weiß nie, wann man ein Streichholz braucht. Ich gebe noch nicht auf, Gabe. Ich suche lieber nach der Feder. Was die Details angeht, ist Steph echt klar. Eines Tages höre ich auf, ein Gammler zu sein. Aber für den Moment bin ich einfach nur dankbar. Irr. Der Garten sieht übel aus. Wie oft Gabe hier wohl high wurde und die angestarrt hat. Wird schon mehr als einmal gewesen sein. Oder... Wow. Steph ist ein Rockstar, dass sie das zusammengestellt hat. Ethan wird ausflippen.
Das war bestimmt von Gabe. Die Liste ist echt lang, aber ich wette, er hätte alles abgehakt. Wow, Gabe. Du findest immer noch Wege, mich aus der Bahn zu werfen, ha? Huh? Steph, ich werde dich umbringen. Jetzt sind wir einen Schritt näher dran. Okay, jetzt brauche ich nur noch meine Gitarre. Alex, die Bardin. Zu ihren Diensten. Zeit loszuziehen. Ich brauche von dir jetzt keine Aufmunterung oder so. Okay. Vielleicht war das jetzt nicht die subtilste Idee, aber... Gabe hat sich so auf das Lab mit dir gefreut. Ich wette, er würde wollen, dass du mitmachst. Ich will ja auch mitmachen. Es ist nur... Alle arbeiten so hart. Und wenn ich nicht glücklich bin, sind alle enttäuscht. Muss komisch sein, dass ein paar Erwachsene dich dazu drängen wollen, ein Kostüm anzuziehen und so zu tun, als hättest du Spaß dabei. Ja, ganz besonders meine Mom. Sie guckt die ganze Zeit so... traurig, weil ich so traurig bin. Aber ich kann nicht einfach so tun. Ich dachte, bei dieser ganzen Sache hier geht es darum, so zu tun. So zu tun, als seist du jemand anderes, nur für eine Weile. Ja. Das Verrückte an der Sache ist, manchmal kann so zu tun, als hättest du Spaß, dich dazu bringen, tatsächlich Spaß zu haben. Ein Versuch kann nicht schaden. Okay.
Aber ich mache es nicht allein. Du musst mir helfen. Natürlich. Thanor, der Monsterjäger. Dem Himmel sei für eure Ankunft gedankt. Ich bin auf der Suche nach einem großen Helden. Könntet ihr das sein? Erzählt doch von euren Heldentaten. Da gibt es so einige. Vielleicht kann meine Bardin ja etwas über mich singen. Oh, sicher. Eine Horde von Ogern, gefährlich und groß. Doch Thanor vertrieb sie mit nur einem Stoß. Meine Güte! Ihr müsst also die Bardin Alexandra sein, deren Lieder magische Kräfte haben. Mir scheint, als wäret ihr genau die Helden, die ich brauche. Mein Name ist König Tabor. Das Zeitalter der Monster kam über mein Königreich. Furchtbare Kreaturen wandeln umher und mein Volk lebt in ständiger Angst. Aber es gibt noch Hoffnung. Denn eine uralte Prophezeiung besagt, dass drei Seelenjuwelen uns alle retten können. Ihr müsst losziehen, um sie zu suchen, dabei den Gefahren trotzen und mir die Juwelen bringen. Habt ihr verstanden? Klar. Ja. Gut, dann zieht los. Sofort. Mein Volk verlässt sich auf euch. Sollen wir mit der Hauptstraße anfangen? Okay. Zeit, ein paar Juwelen zu finden. Das ist echt irgendwie aufregend. Wo sollen wir nur danach suchen? Ich denke, das wissen wir nicht. Es ist ein echtes Abenteuer. Alex hat das echt toll gemacht. Gabe wäre stolz gewesen. Danke, Jed. Siehst cool aus. Was ist das? Es ist eine magische Schriftrolle, die wir in Kämpfen einsetzen können. Oh, cool. Lass uns so viele wie möglich finden. Was hast du gefunden? Eine Goldmünze. Glaubst du, es gibt mehr davon? Ich weiß nicht. Sehen wir uns weiter um. Okay. Es ist ein Wolf. Ein Schreckenswolf. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen kämpfen.
Ergreifende Hymne verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Flammklinge! Zwei Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Zwei Schaden. Ich brenne immer noch. Ergreifende Hymne verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Vier Schaden! Leute! Oh, cool! Ich habe einen magischen Angriff! Ein Schaden für Verbündete? Ich bin lieber nett zu Thanor. Komm, wir gehen weiter. Was denkst du, wofür der Schlüssel ist? Vielleicht kann man damit etwas in einem dieser Läden öffnen. Das macht wirklich richtig Spaß. Voll, oder? Wie können wir sicher sein, dass er tot ist? Sollen wir ihn kitzeln? Hör auf! Bleib ernst! Für sich, für dich. Eine Schriftrolle? Ja. Pfirsich-Eiscremekuchen? Ich weiß ja nicht. Wir brauchen etwas, über das die Leute reden. Und das jedes Kind zu seinem Geburtstag essen will. Dann fest. Sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des LARPs. Hey, wie lautet das Rätsel? Es soll drei von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten die Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Woher sollen wir das denn wissen? Sehen wir uns doch mal nach Hinweisen um. Ich würde liebend gern in einem Laden namens Die Durstige Möwe arbeiten. Ich konnte einfach nicht schlafen. Immer, wenn ich meine Augen zumache, schießen mir all diese Gedanken in den Kopf. Diese Schuldgefühle. Also liege ich einfach nur da, weine und komme mir vor wie ein schlechter Mensch. Sie sprachen von Reue. Könnten Sie das näher erläutern? Was genau bereuen Sie? Ich weiß nicht. Ich bin mir im Moment bei nichts mehr sicher. Willst du einen Blick reinwerfen? Ja. Lass uns reingehen.
Was ist hier passiert? Weitere Überlebende! Seid ihr der Schankwirt hier? Nein. Den Schankwirt fraßen die Monster. Wir müssen uns wohl selbst bedienen. Erkennt ihr diesen Schlüssel? Der gehörte Barry, dem Tavernenbesitzer. Dort drüben liegt noch sein Bein. Oh. Falls ihr also alle Schlösser ausprobieren wollt, wird er euch bestimmt nicht aufhalten. Mal sehen, was es hier so gibt. Da kommen wir jetzt nicht drum herum, oder? Genial, wie ich Steph davon überzeugt habe, dass mein Charakter allein in einer Bar sein sollte. Alle Getränke, die ich will. Nicht sicher, was ich davon halten soll. Ja? Wie ich sehe, genießt ihr einen Schluck Ale. Ihr habt einen Monsterangriff überlebt. Ich denke, ihr habt euch ein paar aufs Haus verdient. Weiser als euer Alter vermuten lässt. Erzähl ihm von unserer Quest. Wir beide beenden das Zeitalter der Monster endgültig, damit ihr nicht weiter in Angst leben müsst. Ist das so? Dann gebe ich euch etwas, das nützlich sein könnte. Danke. Ich nehme dann mal an, wir werden einer Schlange begegnen. Wie habt ihr diesen Angriff denn überlebt? Ich bin nicht stolz darauf, aber ich stellte einer alten Frau ein Bein. Die hat's doch verdient, geizige Spülhilfe. Wir sehen uns noch ein bisschen um. Viel Glück. Da weiß jemand, wie man Thanor beschäftigt. Was ist mit dem Rest des Notenblatts passiert? Lawrence wird wohl einen neuen Unternehmensberater brauchen. Steph hat echt an alles gedacht. Sie ist unglaublich. Na geht doch. Das muss das Rätsels Lösung sein. G-
Die 13. fünfjährliche Versammlung der Ego-Keksburschen wird hiermit zur Ordnung gerufen. Es betrübt mich zu verkünden, dass alle 6 von uns weiter auf den Beinen und über der Erde sind. Erster Ordnungspunkt. Ducky, wenn du raten müsstest, wie lange hast du noch vor zu leben? Lange genug, um abzukassieren, Gordon. Und keine Minute länger. Ich krieche mit eurem Anteil in meinen steifen Fingern Richtung Grab. Lasst euch das gesagt sein. Das Königreich hat ernste Probleme. Harter Tag für Barry, den Tavernenbesitzer. Feanor! Hast du das gesehen? Das muss es sein! Es ist einer der Juwelen! Geschafft. Noch 2. Das war gar nicht schlecht, oder? Jetzt bin ich mir schon ziemlich sicher, dass wir auch die anderen finden. Na schön, dass du endlich an uns glaubst. So habe ich das nicht gemeint. Steph hat sich ja voll ins Zeug gelegt. Sieh dir mal an, was ich in der Truhe gefunden habe. Nicht schlecht, Feanor. Einige Sachen da drin waren echt interessant. Denn das Grauen wird euch im Gedächtnis verbleiben. Bereit zu antworten? Ich sage es gern nochmal. Es soll 3 von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten ihre Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Die Namen lauten... Die Antwort lautet Nira, Desis und Belin. Ihr habt das Rätsel gelöst. Euer Preis? Ein Hinweis. Lauscht auf. Um zu bestechen den tödlichen Trollunhold, müsst ihr zahlen 4 Münzen aus Gold. 4 Münzen. Verstanden. Noch etwas. Für des Verses Lösung gibt es von mir noch einen klimpernden Lohn. Können wir noch ein Rätsel hören? Mist. Sorry. Für ein zweites Rätsel fehlte mir der Mut. Nichts als Lug und Trug verkünd ich voller Wut. Nicht schlecht, Feanor. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viel Spaß hatte. Damit wären wir schon zu zweit. Hey, was läuft denn hier? Zu beschäftigt zum Reden. Tut mir leid. Hau sie um! Entschuldige, hast du gesagt, dass... Hey Junge, bist du für das Massaker in der Black Lantern ver...
Hab eine weitere Schriftrolle. Cool. Könnte da etwas in der Gasse sein? Das ist öde. Hör auf zu sprechen, Geliebter. Ja, das hat Steph gesagt.